Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einer anderen Ausgabe meiner Serie Eine Woche am Arm. Es geht heute um die Uhr, die heute bei mir angekommen ist und selbstverständlich geht sie auch sofort an den Arm. Es handelt sich um die LA El Capitan. Ja, ist hier nicht besonders gut zu sehen, aber das zeige ich euch im Laufe der Woche, worum es geht, die Vor- und Nachteile. Eine Quarzuhr, eine digitale Quarzuhr aus Deutschland von der Firma LA hat mich super begeistert. Ich finde die Uhr klasse, sie hat Licht und Schatten. Für mich mehr Licht als Schatten, aber auch das zeige ich euch im Laufe der Woche. Aber ich kann heute schon sagen, es wird, glaube ich, ein sehr interessantes Video zu einer außergewöhnlichen Uhr. Ja, Tag 1. Ich habe die Uhr heute abgeholt und habe das zum allerersten Mal auch wirklich direkt im Auto schon gefilmt. Wie ihr sehen könnt, der Karton ist wirklich nicht sehr groß, was mir super gut gefällt. Ein ganz, ganz kleiner Karton. Ich kann ihn locker in einer Hand nehmen und ins Lenkrad klemmen. Insofern brauche ich da auch nicht viel Platz im Schrank und habe auch nicht viel Müll. In dem Karton drin ist die Rechnung und ein kleines Reiseetui von LA. Gar nichts Besonderes, wirklich ein ganz normales Reiseetui. Rechts seht ihr noch das Rubberband, was ich mir dazu bestellt habe. Der Claim von LA ist Not give a fuck, was für mich so viel bedeutet wie nimm dich selber nicht so ernst, und das habe ich auch gemacht. Habe mein dickstes T-Shirt angezogen, meine Softshelljacke und habe mich der brutalen Natur bei 6 Grad plus ausgesetzt. Die Uhr macht sowas natürlich locker mit. Ja, das ist die Uhr, die heute bei mir angekommen ist, die LA El Capitan. Eine Uhr, die relativ dick ist, also schon eine gewisse Bauhöhe hat. Hat auf der Frontseite ein Saphirglas. Ich habe die Uhr mit Stahlband geordert, was ich schon auf meine Armlänge gekürzt habe. Und dazu gab es noch ein Polyurethanband, ein PU-Band, Kautschuk, Gummi, Rubber, was auch immer. Mit einer, man kann es nicht genau sehen, aber signierten Schließe. Finde ich also ganz gut. Ihr könnt jetzt schon sehen, die Uhr ist eingeschränkt ablesbar, hat ein Negativdisplay. Das ist etwas, woran ich mich wirklich gewöhnen muss, aber ich fand die insgesamte Erscheinung, das insgesamte Design der Uhr wirklich klasse. Jetzt schaue ich mir nochmal die Maße an, denn da habe ich nur ein einziges Maß gefunden. Hier können wir sehen, die Uhr hat 39 mm in der, na gar nicht wahr, 36 mm in der Breite. Die Länge über die Hörner, die sie nicht hat, also von 12 zu 6 Uhr, um das mal so zu sagen, haben wir 43, 42, zwischen 42 und 43 mm. Und die Dicke der Uhr beträgt, und auch das zeige ich euch selbstverständlich sehr gerne, 12 mm. Dabei muss man allerdings beachten, dass hier der Rand etwas übersteht und das Saphirglas etwas vertieft liegt. An meinem Arm sitzt die Uhr klasse. Ich bin also da super zufrieden mit und werde sie jetzt eine Woche lang tragen und euch über die Einzelheiten informiert halten. Dabei werde ich euch wahrscheinlich morgen etwas über LA als Firma erzählen. Dann werde ich verschiedene Bänder ausprobieren und schauen, wie sich die Uhr bei mir im Alltag schlägt. Ja, wie ihr sehen könnt, absolut harter Alltag. Und meine LA El Capitan ist immer noch am Arm. Ich habe festgestellt, dass das Ablesen der Digitalzeit ein klein wenig weniger intuitiv ist als das Ablesen der analogen Zeit. Ich muss mich daran gewöhnen, bin aber ansonsten super zufrieden. Vor allen Dingen
trägt sich jetzt nach einem Tag das Stahlband sehr angenehm. Es drückt nicht, es zwickt nicht. Die Uhr ist de facto am Arm eigentlich überhaupt nicht zu merken. Morgen erzähle ich euch etwas über LA als Firma und übermorgen zeige ich euch die El Capitan an verschiedenen Bändern. Wie es dann weitergeht, über die nächsten Tage werde ich ganz spontan entscheiden. Wir haben Donnerstagmorgen, Tag 2. Meine LA El Capitan ist nach wie vor am Arm. In der Nacht habe ich sie ablesen können. Allerdings muss ich mich an zwei Sachen gewöhnen. Das ist einmal das Digitaldisplay. Das dauert etwas länger. Und zum anderen auch das invertierte, das Negativdisplay, was nicht ganz den großen Kontrast hat wie ein Positivdisplay. Die Beleuchtung der Uhr ist ausreichend hell, aber nicht überragend hell. Allerdings hält die Beleuchtung nicht sehr lange an und da ich normalerweise eine Lesebrille brauche und etwas brauche, meine Augen zu fokussieren, muss ich, wenn ich nachts wach werde und die Augen noch nicht richtig aktiv sind, das Licht 2, 3, maximal 4 Mal drücken, bis ich die Zeit ablesen kann. Es funktioniert, ist aber für mich gewöhnungsbedürftig. Ja, was kann ich so am zweiten Tag, also am Donnerstag, Mittag, späten Nachmittag, zu der LA El Capitan sagen? Zum einen möchte ich kurz aufs Band eingehen, das zeige ich euch. Ein Stahlband, prima gemacht, nicht zu dick, was ich sehr mag. Die Lieder sind gestiftet, nicht geschraubt, kann man in der Preisklasse, glaube ich, auch nicht wirklich erwarten. Die Schließe ist eine vergleichsweise einfache Schließe mit 4 Löchern zur Feinverstellung. Insofern finde ich das alles in Ordnung und habe da nichts dran auszusetzen. Das Band trägt sich wirklich sehr angenehm, drückt nicht, es kratzt nicht. Ja, alles im grünen Bereich, der Preisklasse angemessen, finde ich. Und funktional ohne Tauchverlängerung. Von der Seite her kann man noch sehen, dass das Ganze auch nicht zu hoch aufträgt, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Und insofern für mich alles im tiefgrünen Bereich. Was mir allerdings auch noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das Glas wirklich extrem schmierempfindlich ist. Also wenn man da mit dem Finger drauf kommt, man sieht jeden Tapser, man sieht jede Schliere. Das ist etwas, wo man also mit einem Stofftuch oder mit einem Tempo wahrscheinlich permanent am Putzen ist, wenn man diese Schliere nicht mag. Das ist mir sehr aufgefallen, liegt wahrscheinlich auch an dem schwarzen Glas an dem Negativdisplay und damit muss man sich natürlich anfreunden können, wenn man sich für diese Uhr entscheidet. Ich hatte euch gesagt, ich möchte noch was zu LA als Firma sagen. Ich habe gestern bestimmt 45 Minuten mit dem Aljoscha, dem Chef von LA, telefoniert und es war super interessant. Die Marke kommt aus der Design-Ecke, aus Architektur und Design. Aus einem solchen Büro heraus hat sich die Marke LA entwickelt. Und ich denke, man sieht das den Uhren auch an, sowohl der Terra Incognita als auch der El Capitan. Was ich super interessant finde, ist, dass das Werk aus einem Katalog von 2500 Digitalquarzwerken ausgesucht wurde und trotzdem nicht genau den Wunsch von dem Aljoscha getroffen hat. Es wurden 2 Modifikationen vorgenommen, nämlich die zweite Zeitzone sowie der Alarm, der allerdings, das muss ich sagen, vergleichsweise leise ist. Also ich höre eh nicht besonders gut und den höre ich so gut wie nicht, aber er ist immerhin vorhanden. Ich hatte eine gewisse Unsicherheit, was den Sitz der Firma betrifft. Der Aljoscha sitzt in Berlin als Chef, als kreatives Zentrum. Im Saarland findet das operative Geschäft statt, das heißt Verpacken, Versenden, alles, was mit dem Service zu tun hat. Also es ist eine Berliner Marke, was die Kreativität betrifft. Es ist eine Saarländer Marke, was die operative Einheit betrifft. Mich stört das überhaupt nicht. Mir war es nur wichtig, darüber Klarheit zu haben. Was ich super interessant fand, war, dass LA plant dieses Jahr noch eine mechanische Uhr mit einem 36 mm Durchmesser rauszubringen als limitierte Auflage. Ich bin super gespannt und werde euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Ja, wie gesagt, eine Woche am Abend, die LA El Capitan, mir gefällt sie immer noch. Sie hat natürlich ein paar Punkte, bei denen ich einen gewissen Kompromiss mache. Den mache ich aber gerne, weil ich einfach die Uhr im Stil der 80er Jahre mag. Ich mag den Retro-Look und dafür nehme ich auch in diesem Fall bestimmte Kompromisse in Kauf. Tag 2, Donnerstagabend und die LA
El Capitan ist immer noch am Arm, beziehungsweise jetzt bei mir. Wir haben ungefähr 20 Minuten vor 11. Ich habe gerade eine Aufnahme gemacht und ich kann nur sagen, ich mag die Uhr sehr. Sie trägt sich super angenehm. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich mit dem Band schon gespielt, denn morgen gibt es ja meine Strap Parade. Da werde ich die Uhr an unterschiedlichen Bändern zeigen. Ich habe schon mal versucht, wie es geht. Es geht ganz einfach. Ein ordentliches Werkzeug vorausgesetzt. Was kann ich sonst noch sagen? Ja, ich habe keine Uhr so oft ins Licht gedreht wie die El Capitan, also um ganz schnell die Zeit abzulesen, gerade wenn es so im Dämmerlicht ist, gibt es wirklich bessere Uhren, aber das hat meiner Freude bis jetzt noch keinen Abbruch getan. Insofern ist das ein Kompromiss und der Kompromiss ist auch, wie ich den Aljoscha verstanden habe, also den Aljoscha-Scheck-Inhaber von L.A., ganz bewusst so eingegangen worden als Designentscheidung für das schwarze Display, für das schwarze Glas. Die Uhr sieht toll aus, aber sie ist nicht auf brutale Funktion getrimmt, wie ich das von anderen Uhren kenne. Ja, am Freitagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und die LAL Capitan ist immer noch am Arm, wo sie sich auch entsprechend wohlfühlt. Ich gewöhne mich langsam an die digitalen Ziffern. Ich gewöhne mich auch daran, die Uhr immer etwas ins Licht drehen zu müssen. Für mich okay. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass alle Kommentare, die ich unter meinen Videos geschrieben habe, weg sind. Ich habe eine kleine Veränderung an meinem Kanal vorgenommen, die eigentlich für euch komplett unsichtbar sein sollte. Die einzige Auswirkung, die passiert ist, ist, dass meine gesamten Kommentare weg sind. Das ist ziemlich bedauerlich, war aber keine Absicht. Zukünftig werden meine Kommentare, die ich jetzt neu schreibe, alle sichtbar sein. Daran kann ich auch leider nichts mehr ändern. Tja, das war jetzt ein kurzes Update außerhalb der Uhr. Heute werde ich mit der LAL Capitan ein kleines bisschen mit Bändern spielen und werde sie euch an unterschiedlichsten Bändern zeigen und meine Meinung dazu sagen. Besonders gespannt bin ich, ob und wie ein NATO an diese spezielle Uhrenform passt. Wir haben Freitag, der dritte Tag, meine LAL Capitan am Arm und wie versprochen habe ich mich heute mit unterschiedlichen Bändern auseinandergesetzt und das möchte ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Ja, hier haben wir das Stahlband, so habe ich die Uhr bekommen. Das Stahlband trägt sich auch wirklich angenehm, kann man überhaupt nicht anders sagen, aber ich habe mir zusätzlich auch noch das Polyurethanband bestellt. Direkt von LA mit dazu und das verleiht der Uhr in meinen Augen direkt ein sehr viel sportlicheres Aussehen. Trägt sich übrigens auch sehr angenehm, kann ich wirklich nicht meckern. Und dann habe ich noch mal in meiner Box ein klein wenig geschaut und habe hier diese Perlonbänder gefunden. Das kennt bestimmt jeder von den Schwimmbadschlüsseln. Ich mag die eigentlich ganz gerne, weil die relativ dünn, gut durchlüftet sind und wenn sie nass sind auch schnell trocknen. Passt sehr gut zu der Uhr, wie ich finde. Dann habe ich auch noch ein etwas dickeres Lederband mit einer weißen Kontrastnaht. Auch das geht in meinen Augen hervorragend an die Uhr und hebt sie ein klein bisschen und nimmt sie ein wenig aus der sportlichen Ecke raus und macht sie etwas bürotauglicher. Ja, was habe ich sonst noch gehabt? Ein rotes Racingband. Ja, ich war sehr unsicher, ob das passt und bin es auch noch. Natürlich kann man an Schwarz und Silber so ziemlich alles kombinieren, aber bei der Kombination bin ich mir wirklich nicht sicher, ob sie mir gefällt. Schlecht aussehen tut sie aber definitiv nicht. Dann habe ich noch ein paar etwas außergewöhnliche Bänder. Hier haben wir einen Kunststoff-Stoff-Kombination in einem dunkleren Grün oder Braun. Passt hervorragend zu dem Vintage-Charakter der Uhr. Ich finde, das ist wirklich etwas Außergewöhnliches und das kann man so sehr gut kombinieren. Das gleiche Band habe ich auch in einer hellgrünen Ausfertigung. Da wird der Kontrast zu den aufgesetzten schwarzen Dreiecken etwas deutlicher. Und auch das, finde ich, passt sehr gut zu der Uhr und verändert das Aussehen und das Gesicht der Uhr total. Ich habe noch ein etwas dickeres, zweigeteiltes NATO gefunden, ziemlich bunt und das macht aus der Uhr eine wunderschöne Sommer- und Freizeituhr, etwas farbenfroh und das Ziffernblatt bzw. das Display der Uhr funktioniert hervorragend mit wirklich vielen Bändern. Ich habe noch ein ganz dunkles, kräftig blaues Perlonband, das ich auch mal an die Uhr halte, wobei ich sagen muss, dass das wirklich nicht meine bevorzugte Kombination ist. Man kann es tragen,
Aber meine bevorzugte Kombination ist das nicht. Ja, und dann wollte ich noch gerne sehen, wie ein NATO-Band an der Uhr aussieht. Und dafür musste ich erst einmal die Stege montieren, weil ich wollte das NATO-Band natürlich auch durch die Uhr durchziehen, um zu sehen, wie es funktioniert. Und dafür habe ich mein beliebtes Totenkopf-NATO genommen. Und hier merkte ich schon, es ist eng und von der Seite geht es, aber nicht ganz leicht. Also man muss schon ziemlich ziehen und es ist sehr eng. Und auf der anderen Seite habe ich dann wirklich Probleme gehabt, selbst mit Umbiegen des Endes. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich musste also den Steg entfernen, das NATO-Band einlegen und den Steg wieder einsetzen. Anders habe ich es einfach nicht hinbekommen. Dafür hat mich das Ergebnis positiv überrascht. Das ist die erste Uhr, die mit diesem NATO wirklich gut funktioniert. Und das ist wirklich eine unglaublich peppige Kombination, die ich ziemlich klasse finde und vielleicht wirklich mal so zu einem Grillabend oder wie auch immer tragen werde. Ich finde, das passt super und passt auch klasse zum Stil der Uhr. Also da bin ich sehr, sehr glücklich mit und werde das mit Sicherheit auch zukünftig das ein oder andere Mal in dieser Art und Weise tragen. Ja, lasst gerne Kommentare da, wie euch das gefallen hat. Morgen möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie die L-Capitan mit dem Negativdisplay im Vergleich zu einer G-Shock mit Negativdisplay aussieht, denn ich habe in der Schublade noch eine G-Shock mit Negativdisplay gefunden und morgen zeige ich euch, wie diese beiden Displays im Vergleich aussehen. Es ist Samstagmorgen, 11:25 Uhr, meine LA L-Capitan ist immer noch am Arm und ich bin auf dem Weg zu meinem FFP2 maskierten Wocheneinkauf. Heute Nachmittag oder heute Abend zeige ich euch den Vergleich der LA L-Capitan mit einer G-Shock mit Negativdisplay und kann bisher nur sagen, dass die Uhr sich wirklich sehr angenehm trägt und ich den Kauf in keinster Weise bereue. Ja, wir haben 14:45 Uhr ungefähr und wie versprochen zeige ich euch jetzt den Vergleich zwischen der L-Capitan und der G-Shock. Ich habe euch aber noch vorher etwas anderes aufgezeichnet, weil ich gedacht habe, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Aber schaut selber. Ja, ich habe einfach mal gedacht, ich zeige euch, wie ich meine Videos drehe. Hier habe ich in meiner Hand mein altes iPhone 10 und das neue iPhone 11 habe ich auf dem Stativ, mit dem ich mich filme. Ihr seht die Aufnahmen hier parallel nebeneinander. Das ist mein Bügelkopfhörer, mit dem ich die Aufnahmen am Schreibtisch mache, damit der Ton einigermaßen gut ist. Was ihr jetzt aktuell hört, ist mein ganz komplett mobiles Equipment. Das sind meine AirPods Pro, mit denen ich aufnehme, wenn ich komplett mobil sein möchte und kein Kabel haben möchte. Ja, ihr seht hier die Ringleuchten, mit denen ich mich bzw. auch die Uhren ausleuchte, wenn ich Detailaufnahmen mache. Hier nochmal das iPhone 11, mit dem ich die Uhren aufnehme im Detail. Und ja, so sieht also mein Schreibtisch aus, mein Setting, wenn ich mich filme und die Ansprachen mache. Wenn ich die Uhren filme, dann habe ich ein anderes Stativ, das zeige ich euch gerne. Das ist nämlich ein Einbeinstativ, damit ich links und rechts besser dran vorbeigreifen kann und etwas mehr Platz habe. Das Ganze steht relativ stabil. Und damit das auch im Video gut rüberkommt und die Stativbeine nicht stören, verschwinden diese dann unter der Lederunterlage. Ja, so ungefähr sieht das also aus. Ausgeleuchtet wird das Ganze durch zwei Ringleuchten links und rechts. Ihr seht jetzt noch den Schatten des Deckenlichtes, der verschwindet, wenn ich das Deckenlicht ausmache. Und damit es auch überhaupt keine Reflexionen gibt oder so wenig wie möglich, habe ich noch ein Lichtzelt, das ich dann auf den Schreibtisch setze, damit die Uhren auch wirklich ein möglichst spiegelfreies und weiches Licht bekommen. So, und jetzt gucken wir uns doch einmal die L-Capitan und die G-Shock im Vergleich an. Das Setting kennt ihr ja jetzt. Ihr könnt sehen, dass die G-Shock etwas goldfarbene Ziffern hat, wohingegen die L-Capitan die klassischen silbernen, gräulichen Ziffern hat.
Insgesamt finde ich die G-Shock etwas besser ablesbar, aber die El Capitan ist natürlich die viel zivilere und viel alltagstauglichere Uhr von der Optik her. Ja, was bedeutet es denn jetzt bei Nacht? Wie gut sind die Uhren in Dunkelheit ablesbar? Ich mache kurz die Ringleuchten aus, damit wir es auch wirklich dunkel haben. Und jetzt zeige ich euch im Vergleich links die El Capitan, rechts die G-Shock. Ihr könnt sehen, dass auch hier die G-Shock leicht vorne liegt, aber die El Capitan bei Nacht durchaus ausreichend gut ablesbar ist. Ja, das war also mein Vergleich der beiden Uhren. Ich hoffe, das hat euch etwas gebracht. Ich mache sowas eigentlich immer ganz gerne. Schreibt gerne in die Kommentare, ob das hilfreich war oder nicht. Es ist ungefähr 21:45 und manchmal macht Gassi geht mehr Spaß, manchmal weniger. Heute macht es weniger Spaß. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt, es ist kalt, es ist windig, es schneit. Die LAL-Kapitän ist am Arm und hält das natürlich alles ganz locker aus, besser als ich. Wie ihr jetzt sehen könnt, es ist wirklich windig, es schneit. Und ja, das ist echt nicht mein Wetter. Ich freue mich jetzt auf eine Tasse Kaffee. Die El Capitan hat das besser ausgehalten als ich. Ja, wir haben Sonntagabend, Tag 5. Meine LAL-Kapitän ist noch am Arm. Ich wollte nur eine Sache sagen, mir die wichtig war. Ich hatte insgeheim immer ein paar Bedenken, ob ich bei den ungeschützt angebrachten Drückern vielleicht unabsichtlich drankomme und die Zeit verstelle oder sowas. Passiert aber alles nicht. Die Drücker sind hart genug im Widerstand, dass man nicht unabsichtlich dagegen drückt. Es ist Montagmorgen, 19:45. Meine LAL-Kapitän ist noch am Arm. Ja, der vorletzte Tag meiner eine Woche am Arm mit einer neuen Uhr. Ich mag die Uhr sehr, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich weiß aber auch jetzt schon, es wird keine Uhr sein, die ich 3 Wochen am Stück trage. Dafür bin ich einfach nicht der Digitaluhrentyp und auch das Drehen der Uhr, also das. Der Fakt, dass ich die Uhr nicht aus jedem Winkel direkt ablesen kann, wie das bei den meisten Dreizeiger-Analoguhren ist, ist etwas, was für mich den Gebrauchswert etwas einschränkt. Nichtsdestotrotz finde ich die Uhr super klasse und ich muss immer lächeln, wenn ich sie sehe, weil sie mich an sehr viel erinnert, was schon sehr lange vorbei ist. Ich habe jetzt wieder das Stahlband dran gemacht, weil ich das Ganze dann doch in der Summe etwas wertiger finde. Wir haben Montagabend, es ist der vorletzte Tag meiner eine Woche am Arm. Die LAL-Kapitän ist immer noch am Arm und heute freue ich mich wie Bolle, weil ich habe ein unglaublich tolles und auch außergewöhnliches Video bekommen für meine Star Club-Serie. An dieser Stelle schon mal Werner, vielen Dank, ich habe mich riesig gefreut. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es senden werde, wann ich es live stellen werde, aber es ist super klasse, es ist ganz anders als das, was ich üblicherweise mache. Es ist auch ganz anders im Sinne, wie ich selber auf die Uhren blicke. Super klasse, genauso stelle ich mir das vor. Ich freue mich da drauf wie Bolle. Ja, die LAL-Kapitän, wie gesagt, habe ich immer noch am Arm. Morgen gibt es das Fazit und dann geht das Video vielleicht sogar schon übermorgen am Mittwoch live. Gerade war ich in meinem ersten Clubhouse-Chat, Clubhouse-Meeting mit dem Burak vom Rest Guy und dem Kai von Watchwise. Als stiller Zuhörer habe mir das Ganze angehört und fand das super interessant und überlege, sowas eventuell auch einmal zu machen. Wenn ihr das kennt, wenn ihr auch bei Clubhouse seid, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar, ob ihr an sowas einmal Interesse hättet und wenn ja, über welche Themen. Wir haben Dienstagmorgen, ungefähr 19:35. Meine LAL-Kapitän ist noch am Arm und ich habe die ganze Woche durchgehalten. Insofern ein positives Zeichen. Das schaffe ich vielleicht nicht immer mit jeder Uhr. Manche Uhren möchte ich dann doch viel früher wechseln. Bei der LAL-Kapitän habe ich nie den Wunsch gehabt, jetzt unmittelbar zu wechseln oder habe mich durch die Woche in Anführungsstrichen quälen müssen. Als Fazit, was kann ich sagen? Eine tolle Uhr, eine Retro-Uhr, die wirklich absolut alltagstauglich ist, wenn man bereit ist, die andere Art der Zeitablesung über die digitale Anzeige und das Negativdisplay in Kauf zu nehmen.
Für länger und immer oder als einzige Uhr im Alltag wäre mir das etwas zu viel Einschränkung. Aber wenn ich Lust habe auf was Retromäßiges, wenn ich Lust habe auf die 80er oder einfach nur Spaß habe auf eine ganz, ganz deutliche Abwechslung, ist die LAL Capitan eine super Wahl und wird mich auch für sehr lange Zeit begleiten. Ja, ich hoffe, euch hat mein Einwoche-Video wieder gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da, empfehlt mich weiter, abonniert meinen Kanal und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.